Für Chinas Staatschef ist er schlicht der größte Denker der Neuzeit. Andere haben eher Probleme mit dem Erbe von Karl Marx. Der Philosoph und Revolutionär wurde heute vor 200 Jahren in Trier geboren. Zum runden Geburtstag häufen sich dort Festakte und Veranstaltungen. Unter anderem wird heute ein kolossales Denkmal enthüllt, das China gestiftet hat. Ein Geschenk, das in Trier nicht unumstritten ist. Peter Sonnenberg hat sich in Marx Geburtsstadt umgesehen. Wo geht's denn hier zu Marx? Triers Besucher müssen schon gut suchen, um Spuren des berühmten Sohnes der Stadt zu finden. Dafür stolpern sie an jeder Ecke über römische Hinterlassenschaften. Wie also den 200. Geburtstag des Kapitalismusfeindes feiern, den man jahrzehntelang links liegen gelassen hatte? So soll ich einmal aussehen. Warum sind Sie, warum seid ihr heute alle hier? Weil Trier, also meine Stadt, meinen 200. Geburtstag feiert. Aber der Trierer Karl Marx, das bin ich. Aber nicht den alten, berühmten Marx spielt er, der von Chinesen in Bronze gegossen noch unter Tüchern auf seine umstrittene Enthüllung wartet, sondern den 17-jährigen Marx, der sich bei seinem Spaziergang durch Trier selbst findet und hinterfragt. Schau dich doch an. In Bronze gegossen wie die Herrscher der Zeit, die du überwinden wolltest. Es gibt Ausstellungen, Empfänge und dieses Theaterstück zum Mitlaufen. Trier, so scheint es, sucht gemeinsam mit seinen Gästen nach einer Haltung zu Marx. Jeder darf sich seinen eigenen Karl Marx machen. Und weißt du auch warum? Auch das gehört zur Meinungsfreiheit. China hat sich seinen eigenen Marx gemacht. Deshalb haben Trierer Fremdenführer viel chinesische Kundschaft. Doppelgänger sind besonders beliebt bei den gut vorbereiteten Gästen aus Fernost. In Deutschland, Karl Marx ist eher umgestritten. In China, wir kennen auch eher die positive Seite. Die Karl-Marx-Theorie und der Kapitalismus. Manche finden das gut, manche finde ich so. Was kannst du dagegen tun, dass das, was du sagst, nicht ausgenutzt wird? Dass eine kleine Gruppe mit deinen Ideen eine Diktatur errichtet, Andersdenkende unterdrückt und einsperrt. Konnte Marx vor 200 Jahren so weit vorausschauen, wollte er doch Revolution und einen Klassenkampf, der jedes Mal mit einer revolutionären Umgestaltung der Gesellschaft endete oder einem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen. Kampf dem Kapitalismus, auch in Deutschland ist der noch lebendig. Ausbeutung findet immer noch statt und das ist einfach was man erkennen muss als ersten Schritt und die Situation analysieren und als zweiten Schritt sich zusammenzutun und was dagegen zu tun. Karl Marx haben seine revolutionären Gedanken Verfolgung und die Flucht aus Deutschland eingebrockt. Sein 200. Geburtstag lässt die Trierer nachdenken, ob sie immer richtig mit ihm umgegangen sind. Das Kleine da vorne in Alt-Rosa, das ist unser Haus. Da haben wir mit der Familie gewohnt. Ja, ich weiß, dass es eine Ironie der Geschichte ist, dass es heute ein Euro-Shop ist. Wenigstens müssen die Touristen heute nicht mehr so lange suchen nach dem Andenken an Karl Marx.